Die Spielreihe gehört zu den wenigen Computerspielverfilmungen, die wirklich erfolgreich sind. Morgen kommt nun mit Extinction bereits der dritte Teil in die Kinos, wieder mit Hauptdarstellerin Mila Jovovich. Diesmal hatten die Filmemacher den Ehrgeiz, mal einen völlig anderen Zombie-Streifen zu drehen. 99% der Menschheit haben sich in Resident Evil Extinction in blutrünstige Zombies verwandelt. Ein Teil des kläglichen Rests ist in Konvois auf der Flucht durch die Wüste. Während einer kurzen Rast gibt es eine böse Überraschung. Was haben die für Augen? Sie haben infiziertes Fleisch gefressen. Die Szene, die dann folgt, ist eine Art Remix aus Hitchcocks Die Vögel, Zombie und Mad Max. Das hat es in dieser Kombination tatsächlich noch nie gegeben. Kaum ist die Schlacht gegen die Zombievögel geschlagen, geht es gegen menschliche Untote. Mila Jovovich, während der Dreharbeiten noch rank und schlank, ist inzwischen hochschwanger und voll begeistert von Teil 3. Ich war eher skeptisch, weil ich Teil 2 nicht mochte und ich dachte, was werden sie wohl jetzt machen? Doch dann habe ich das Drehbuch gelesen und war überrascht, wie gut es war. Es gibt da zum Beispiel diese großartigen Wüstenlandschaften und Las Vegas, das halb im Sand versunken ist. Wer die ersten Teile mochte, dürfte auch bei Resident Evil Extinction voll auf seine Kosten kommen. Und auch alle anderen Horror- und Action-Fans sollten mal einen Blick riskieren. So viel von uns. Aktuell ist dann wieder in der